Für das sich allkant bei Annas Bärl nur seinem eigenen Rhythmus kann entwickeln, schaffe den an der Kirchen nur einem ganz speziellen Konzept, den es Kanner ermöglicht, sich an ihrer Bewegung an der gesamten Betreuung freikennen zu entfalten, wie in Hai und einem Beispiel Ersänger Kirch von Annas Bärl am Norden vom Land kann gesehen. Wir befanden uns hier an der Kirche Schmerz von Ölven, eine von der Kirche vom Kanner im Jugendbereich von Elisabeth. Wir sind eine konventionierte Kirche und wir haben ein Agreement von 68 Kanner hier. Wir orientieren uns im Bildungsrahmenplan vom Ministerium. Wir arbeiten inklusiv, wir arbeiten im Projekt Multilink und als pädagogische Ausrichtung als die von Amy Pickler. Konzept vom Amy Pickler, ein Kanner-Doktor, steht 1902 zu Wien geboren, als sich zu ihrer Lebzeit zur Aufgabe gemacht hat, wertschätzenden Umgang mit dem Kant als seine Entwicklung zu fördern, wird durch speziell häufig qualifiziert Personal aktiv bei Annas Bärl angewandt und gelieft. Wir haben an all Haus, an all Kirche eine Edukatrice, die auch den Pickler-Grundkurs gemacht hat, das ist wirklich eine große Formation von 180 Stunden, wo all einzelne Pilier vom Konzept durchgeholgert. Die Hauptgrundsäule vom Konzept ist zum Beispiel die freie Bewegungsentwicklung. Der Tisch, der Erwachsene greift nicht direkt an die Entwicklung von der Bewegung vom Kant an. Wir gehen davon aus, dass Kant alle Kompetenzen mitbringt, für sich selber frei zu bewegen. Der nächste Pilier ist auch noch Pflege. Pflege findet immer an einem Kader statt, den ein zu ein das. Das heißt, die Edukatrice ist lang am Kant, am Raum, möchte eine spruchliche Begleitung und ist immens aufmerksam und präsent an dem Moment, wo sie sich dem Kant widmet. Weil laut dem Konzept von Amy Pickler geschehen immens viele soziale Erfahrungen und Situationen von Verwickeln, von sich unanausdauen, von Essen, von Schlafen an all die Momente am Tag, die betreuen und begleiten mit Kant ein zu eins. Dann ist nach dem dritten Pilier, das ist eben das Spiel, also das freie Spiel, was wir in unserer Gruppe dem Kant ermöglichen. Das soll immer ruhig und in einer angenehmen Atmosphäre stattfinden. Und wir gucken, dass das Material, das Kant für zu spielen hat, altersgerecht und entwicklungsgerecht ist. Das Konzept von Amy Pickler setzen wir in alle vier Gruppen hier in unserer Kirche um. Das ist angefangen bei den Klängen, wo für und allem die Zu-End-Betreuung während der Ess-Situation und auch am Bootzimmer wichtig ist, für das wir uns dort Zeit holen, für auf Kant können anzugehen. Ein anderer wichtiger Wolle ist das Spielen, wo kann er sich am Freispiel befinden und wo die Gruppe so gestalten, dass kleine Spielinseln sind, wo das Spielmaterial auch dem Alter angepasst, dass die Entwicklung vom Kant mir auch für und alle dem Interesse vom Kant entspricht. Auch in Zukunft orientieren wir uns in unserer Kirche um Konzept von Amy Pickler. Wir finden, dass es eine pädagogisch wertvolle Haltung ist, die wir den Kindern ihrer Entwicklung entgegenbringen. Und wir legen viel Wert darüber, für einen wertschätzenden Umgang mit den Kindern und mit den Eltern bei uns in der Kirche zu haben. Wir werden uns auch in Zukunft die nötige Zeit und Geduld holen, für uns weiterhin am Konzept auseinanderzusetzen und für an der Equipe zu gucken, was können wir noch machen, was können wir noch anbieten, wie können wir den Prozess noch weiterhin reflektieren, für die Kinder ihr Kader zu bieten, an dem sie sich wohlfühlen und an dem sie sich gut entwickeln können.